Hallo, mein Name ist Gabi Bastian. Ich bin die Schulleitung der kleinen Nestler-Schule hier in München. Heute habe ich einige spielerische Formen mit dem Reifen mitgebracht. Den Reifen gibt es ja eigentlich in jeder Turnhalle. Das heißt, die Spiele sind perfekt umzusetzen mit euren Klassen. Und das Wichtigste ist natürlich hier eine motivierte Gruppe, schon gleich mit dabei. Wir haben spielerische Formen mit dem Partner, um natürlich auch Partneranpassung zu schulen, auch Anpassung ans Gerät. Aber natürlich soll die Bewegung nicht zu kurz kommen. Und wir starten gleich. Schnappt ihr gleich mal einen Partner, hakel jemand ein. Zack, zack, zack. Zu zweit. Gina, komm, wir zwei. Wir hackeln uns ein. Wunderbar. Jedes Paar bekommt hier einen Reifen von mir. Genau. Und du darfst, Gina, wir zwei machen es vor. Ich schnapp mir gleich mal die Gina. Das darf jeder von euch auch mal machen. Genau. Und es geht los. Es gibt nur eine einzige Regel. Ihr sollt im Reifen drin bleiben und die Gina und der Simon und der Timo und so weiter, immer der, der im Reifen steht, ist jetzt der Chef. Das heißt, ihr dürft euch jetzt durch den Raum bewegen, vorwärts, rückwärts, zeitweise, alles, was euch so einfällt, auch vielleicht ein bisschen euren Hintermann, eure Hinterfrau ärgern. Und dann geht es schon mal los. Achtet darauf, ich sage vielleicht noch eins dazu, der Reifen ist heiß. Das heißt, falls ich jetzt als Hinternstehender nicht aufpasse, darf sich die Gina nicht verbrennen. Ja? Also los geht's. Die Vorderen sausen los und wir hinten hinterher. Genau. Ihr könnt langsam, schnell alles variieren. Haben jetzt schon mal gleich eine kleine Erwärmung. Und natürlich Anpassung an Partner und Gerät. Vorwärts, rückwärts, alles einbauen. Genau, genau. Und passt aufeinander auf. Hinten die Augen offen halten. Okay, und mal stopp. Ja, hervorragend. Kommen wir gleich nochmal hier zusammen. So, wie war denn das jetzt, Simon? Hat Spaß gemacht? Ja. Hast die Lara ein bisschen geärgert? Und Lara, wie war es für dich? Anstrengend, aber lustig. Ganz ehrlich, ist der Simon einmal verbrannt worden? Ja. Oh, einmal. Aber war nicht so schlimm, oder? Hat schon passt. Okay. Jetzt wird gewechselt. Jetzt darf der andere innen rein. Und wir schauen jetzt mal, dass wir ein bisschen noch schneller, langsamer, viel mehr Geschwindigkeitsveränderungen einbauen, okay? Also mal plötzlich stehen bleiben, dann langsam rückwärts gehen, also alles ausprobieren. Okay, und los geht's. Und passt auf die anderen auch auf. Ja? Genau schauen. Hier schulen wir jetzt auch nochmal die optische Wahrnehmungsfähigkeit und natürlich die Reaktionsfähigkeit. Und Orientierung im Raum, Anpassung an die Gruppe. Und je nachdem, wie groß die Halle ist, schult man natürlich auch die Ausdauer. Genau. Okay, und mal stopp. Kommt mal zusammen. Ja, also ich merke es bei mir schon. Legt mal eine Hand aufs Herz. Tut sich da schon was? Ja? Katja, musst du ein bisschen schnaufen? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen musst schon schnaufen, ja, perfekt. Also das heißt, wir trainieren auch unser Herz und ihr musstet jetzt auch aufpassen, dass ihr immer genau schaut, was macht denn der Partner. Emma, was musst du alles machen, damit du nicht auf den Timo drauf rennst? Du warst im Reifen. Ah, und vorher, wo du draußen warst? Schnell genau gucken, was er macht und dann reagieren. Perfekt. So, jetzt kommt die Revanche. Jetzt ist nicht mehr der Innen im Reifen der Chef, sondern der Äußere. Jetzt kann ich die Gina ein bisschen ärgern und kann jetzt ganz schnell vor, zurück und sie muss reagieren. Ja? Also wieder der Erste, der vorher auch im Reifen stand, ist drinnen und der Äußere darf jetzt ein bisschen ärgern. Und los geht's. Ihr könnt langsam und schnell alles, was euch einfällt, im ganzen Raum unterwegs sein. Okay, und stopp, gleich mal wechseln. Der andere ist drin. Und los geht's.
So, da müssen wir jetzt natürlich noch schneller reagieren, ganz genau schauen, noch mehr Anpassung ans Gerät und auch die Absprache, die nonverbale Absprache der Partner muss ganz gut funktionieren. Okay, und mal stopp. Alle bleiben stehen. Halt den Reifen nochmal über deinen Partner drüber. Jetzt machen wir was Spontanes. Jeder, der im Reifen steht, taucht mal schnell raus und sucht sich ein neues Haus. Und los geht's. Der Außenstehende ist nochmal der Chef und los. Und der Innere muss reagieren. Passt aufeinander auf. Hier bei der Säule auch noch aufpassen. Wow, wow. Gebt bitte euren Partnern auch die Chance, dass er das richtig hinkriegt. Okay, und mal stopp. Kurz stopp, kommt noch mal näher zu mir her. Jessie, mit wem warst du denn vorher zusammen? Mit der Katja. Hast du jetzt einen Unterschied gemerkt? Wo du? Ja. Was hat denn der Simon gemacht? Du bist noch mehr herausgefordert. Und was hat er denn getan? Aha. Okay, er hat ganz schnell die Richtungen gewechselt. Hatte noch jemand so einen neuen Partner, der so wild war? Justine, bei dir auch? Okay, der Timo streitet das ab. Also, was passiert? Ich muss noch genauer schauen. Und was merken wir? Jeder Partner ist ein anderer. Ja, und jeder reagiert anders und stellt sich auch anders ein. Zum Schluss machen wir noch eins schnell. Simon, jetzt mir schnell helfen. Gibst den Reifen hier an die Katja. Zeigen wir noch eins, das haben wir vielleicht für nächste Woche. Hol mal den einen Ball. Alle, die jetzt vielleicht Fußball spielen, gibt es da jemanden von euch, der Fußball spielt? Okay, nur der Simon, drum habe ich dich jetzt natürlich auch ausgewählt. Super. Könnte man jetzt so machen, das könnt ihr vielleicht auch mit euren Freunden draußen spielen. Das heißt, der Simon läuft jetzt, wohin er will. Bist du Chef oder ich Chef? Du bist der Chef. Okay. Genau. Und, ja, oh Gott, Hilfe. Okay, wir wechseln, ich bin der Chef. Ihr merkt schon, ich komme kaum hinterher. Ich bin der Chef, genau. Also da habe ich jetzt, hoppala, auch noch die Chance, eine zusätzliche Erschwerung mit einzubauen. Kommt ruhig noch einmal her. Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben natürlich unseren Reifen näher kennengelernt. Da habt ihr vielleicht sonst auch schon gewisse Techniken gemacht mit dem Reifen oder der lag sonst am Boden. Heute hatten wir ihn mal in der Hand. Hat Spaß gemacht? Ja, gut. Dann würde ich sagen, treffen wir uns nächste Woche wieder und da gibt es neue Spiele. Dürft ihr mir die Reifen gleich wieder geben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Genau. Fürs nächste Mal gibt es nochmal Spiele, die eher die Wahrnehmung schulen. Das war jetzt vorwiegend Reaktionsfähigkeit, Anpassung an Partner und Gerät und natürlich eine Menge Spaß. Ja, also schalt wieder ein, das nächste Video, da kommt's. Bis dann, ciao, ciao.